drinsteht, wie ihr Einige sind super gespannt und müde gespannt, neugierig, entspannt und freue mich. Hey, wir haben heute so viele entspannte Leute da, das ist ja toll. Neugierig, sehr schön. Toll. Ja, sehr schön, dann kannst du auch einfach entspannt weitergehen, oder? Und richtig losgehen, Andrea. Deine Worte, deine Willkommensgrüße. Ja, auch von mir ein ganz herzliches Willkommen. Ich finde es auch gerade einfach wunderschön, so viele Gesichter zu sehen. Ganz viele neue, ja, ich nehme immer das Wort alte Gesichter, versteht mich nicht falsch. altbekannte Gesichter, genau. Ich finde es wunderschön, dass ihr alle da seid. Euch da anzuschauen ist immer wieder schön und mir geht gleich das Herz auf, wenn so eine tolle Runde beisammen ist, ist wunderschön. Genau. Ja. Andrea, bevor du die Shelia vorstellst, genau. Noch ein paar Worte zum wie sind wir auch hier? Ich sag mal, die alten Hasen wissen es schon und wir sprechen immer wieder die Einladung ein, wenn ihr hier seid, angekommen seid, versucht mit eurem Herzen zuzuhören. Wir versuchen immer mal, also jeder Mensch von uns, wenn wir anderen zuhören, so in unserem Kopf uns schon damit zu beschäftigen, ob wir dem zustimmen oder ob wir vielleicht ein Gegenargument haben oder an anderen Dingen, die wir schon gelernt haben, über uns selbst so in der Persönlichkeitsentwicklung anzuknüpfen. Versucht einfach mal, wenn ihr das wahrnehmt, wenn ihr mit eurem Denken beschäftigt seid, das einfach mal kurz rauszulassen, nochmal herzukommen und ganz bei Shelia zu sein, um gut hören zu können, also mit dem Herzen zu hören, was sie sagt. Das ist unsere Einladung an euch. Voilà, liebe Andrea. Ja, dankeschön. Ja, und ich habe jetzt gerade die Ehre, die Shelia vorzustellen. Genau, ich glaube, alle kennen sie schon auf irgendeine Art und Weise. Und ja, wir sind natürlich sehr dankbar, dass wir sie die letzten 2 Jahre als Coach und Mentorin haben durften in unserer Ausbildung, der ersten Ausbildung zu transformativen Coaches und dann in der zweiten Runde im Advanced Track zum Advanced Track Coach. Genau, und deswegen ist sie auch ein bisschen mitschuldig, dass es diesen Raum überhaupt so gibt, weil das war dann von ihr und Lea die Idee, unser Projekt so zu starten im zweiten Jahr. Und genau, da wurden wir ins kalte Wasser geworfen und jetzt ist dieser wunderschöne Raum entstanden. Mhm. Genau, und ja, die wunderbare Shelia mit dem großen Herz, genau, ist heute mit uns da. Herzlich willkommen, der Raum ist für dich. Dankeschön. Danke, Sandra. Danke, Andrea. Danke, Martha. Und auch die Antoniette, die heute Abend, normalerweise wäre sie dabei, aber es ist in Italien, habe ich gehört. Danke für die Einladung. Ich fühle mich sehr geehrt, heute hier zu sein. Und wenn ich auf all eure Gesichter schaue, habe ich einfach nur ein großes Gefühl von Dankbarkeit und Freude. Heute geht es um entspannten Erfolg. Wenn ihr schon entspannt seid, vielleicht braucht ihr diese Rede gar nicht, aber vielleicht doch im Alltag, im Tun wird es ein bisschen hilfreich sein, in diese Richtung geschaut zu haben. Auch für diejenigen, die das letzte Mal angekündigt haben, dass ich rede und wo ich im Krankenhaus gelandet bin. Danke für eure Geduld, dass ihr auf mich gewartet habt und dass ihr wiedergekommen seid. Für eure Info, mir geht's blendend wieder. Ich bin voll in meine Gesundheit, falls du dich gewundert hast. Alles ist wieder gut. So, ich weiß noch gar nicht, ob ich heute das Gespräch auf Deutsch oder Englisch halten werde. Und die Andrea und Sandra und Marta sind auch sehr gespannt. Ich werde auf jeden Fall auf Deutsch beginnen und schauen, wo mich das Leben hinführt. Manchmal machen wir das übersetzt, weil manchmal ist einfach, was aus mir, aus meiner Muttersprache kommt, hat eine andere tiefe Qualität als in einer Fremdsprache. Aber wir gucken. Was ist denn entspannter Erfolg? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in letzter Zeit
habe ich einen neuen besten Freund, der heißt ChatGPT. Wer von euch arbeitet auch mit ChatGPT? Ja, also diese künstliche Intelligenz, wo man hingehen kann. Und heute Morgen habe ich gesagt, hey, lieber Chatbot, was ist entspannter Erfolg? Und ich war gespannt, was er mir erzählt. Und hier ist, was er gesagt hat. Oder sie, ich weiß gar nicht, welches Geschlecht Chatbot hat, them, vom Pronomen vielleicht. So, zurückkam. Entspannter Erfolg kann als eine Art des Erfolgs verstanden werden, bei dem eine Person ihre Ziele und erreichten Fortschritte auf eine entspannte und gelassene Art und Weise angeht. Es geht darum, Erfolg zu erreichen, ohne dabei von Stress, Druck und Überanstrengung überwältigt zu werden. Statt sich ausschließlich auf Hektik und Anstrengung zu konzentrieren, zielt der entspannte Erfolg darauf ab, eine gesunde und nachhaltige Herangehensweise an Erfolg zu entwickeln, bei der Freude, Zufriedenheit und inneres Gleichgewicht, wie ich im Einklang mit den erzielten Ergebnissen stehen. Und meine Frage an euch, bei Show of Hands, also einfach mal die Hand hochheben, wer möchte diese Definition von entspannten Erfolg für sich leben, in dem, was man tut in seinem Leben? Okay, Andreas mit beiden Händen unterwegs. Und ja, sehr gut, die Cora auch. Und dann habe ich aber frecherweise den ChatGPT auch noch gefragt, ja, was ist denn Erfolg überhaupt? Und das hat ChatGPT mir als Antwort gegeben, weil wir wollen wissen, also was gehen wir denn hier entspannt überhaupt an, oder? Und gesagt wurde zurück, Erfolg ist ein Begriff, der in verschiedenen Kontexten unterschiedlich definiert sein kann. Im Allgemeinen bezieht sich Erfolg auf das Erreichen von Zielen, das Erzielen von positiven Ergebnissen und das Erleben von Fortschritt und Anerkennung in einem bestimmten Bereich des Lebens. Also, es geht auch darum, dass wir, auf Englisch würden wir sagen, we're up to things in the world. Es gibt Dinge, die wir in der Welt kreieren wollen. Es gibt Dinge, die wir in der Welt erleben wollen. Es gibt Fortschritte, die wir in der Welt sehen wollen. Und das ist so manchmal bei den drei Prinzipien. Übrigens, wer von euch hier im Raum kennt die drei Prinzipien? Du hast dir schon Begegnung mit diesem Verständnis. Okay, so die Hälfte und ein bisschen mehr von euch. Also die drei Prinzipien ist ein Verständnis vom Menschsein und vom Leben, was uns in Richtung mehr Wohlbefinden führt, wo wir eigentlich unser eigenes angeborenes Wohlempfinden wieder entdecken. Und wir in den drei Prinzipien manchmal, wenn wir begreifen die Kraft von Mind, Consciousness and Thought, wir werden teilweise so tief entspannt, dass wir denken, wir wollen gar nichts mehr in der Welt tun, oder? Und irgendwann mal aber kommt der Punkt, wo man denkt, ah, mir geht's super gut, ich könnte doch wieder was machen. Andrea hat heute ein bisschen davon was erzählt. Ich könnte mit der kreativen Kraft des ganzen Universums doch was in der Welt schaffen. Und das ist natürlich sehr, sehr subjektiv. Und manche von euch im Raum, ihr habt vielleicht eine Definition von Erfolg oder Dinge, die ihr angeht, die mit finanziellem Erfolg was zu tun haben, die mit Business oder Karriere zu tun haben. Eine von euch werden euer Erfolg in der Beziehung suchen oder in eine tiefere Spiritualität. Also wie auch immer du Erfolg für dich definierst. Aber worüber wir heute reden werden, ist, was ist die Ursache, die zu einem Effekt führt, die Ergebnisse in der Welt produziert. Können wir uns einigen auf diese Definition nur für heute Abend? Bei Show of Hands, wer ist damit einverstanden? Man kann auch mit Nicken durchkommen, wenn man zu faul ist, die Hand zu heben. Das ist gar kein Problem. Cora fühlt sich ertappt. Ich mache nur Spaß, Cora. Okay, super. Also, dann wollte ich ganz gerne meine persönliche
Geschichte erzählen. Andrea und Sandra und Marta, sieht so aus, als würde ich weiter auf Deutsch sprechen. Ihr seid entlastet. Mein sagt, red weiter, alles gut. Und zwar zu meiner Person und zu meiner Vergangenheit mit unentspanntem Erfolg, unentspannten Erfolg. Ich arbeite, seitdem ich 21 Jahre alt bin. Ich werde dieses Jahr 49, also wer schnell rechnen kann, kann sehen, ich bin fast 30 Jahre im beruflichen Kontext unterwegs. Und ich war viele Jahre, fast 15 Jahre in der Werbung, insbesondere im Online-Marketing tätig. Und ich weiß nicht, ob ihr euch auskennt mit diesem Umfeld, aber es ist ein Hochleistungsumfeld und ein Umfeld mit einem hohen Druck. Und man wird dort, man ist nur so gut wie seine letzte Kampagnenidee. Und in dieser Zeit, als ich als Kommunikationsstrategin in der Agentur unterwegs war, wurde ich zur Meisterin des unentspannten Erfolgs. Ich habe getan und getan und getan und mir Gedanken gemacht, wie verrückt, über alles und brannte mich regelrecht aus. Ich arbeitete Tag und Nacht, am Wochenende und habe kaum Urlaub gemacht. Wer von euch hat einen ähnlichen Hintergrund von sich überarbeiten und überanstrengen? Einige von euch. Ja, okay, dann werdet ihr das kennen. Und erst in 2007, obwohl ich schon seit vielen Jahren sehr unglücklich war in meinem beruflichen Kontext, erst in 2007 bin ich aufgewacht zu der Tatsache, dass ich so nicht leben möchte. Und zwar dadurch, dass mein Bruder, der damals 28 Jahre alt war, als Soldat in Afghanistan ums Leben gekommen ist. Ich erhielt den Anruf, und zwar von meiner Schwester, und flog so schnell ich konnte nach USA. Und es war bei seine Beerdigung, dass ich mit meiner Schwester und meiner Schwägerin vor seinem Sarg stand, mit einer traditionellen amerikanischen Fahne drüber gestolpert. Und ich guckte darauf und ein Funken in mir wurde geweckt, eine Idee. Ich habe nicht gelebt bis hierher. Wenn er 28 Jahre alt war, war ich 32. Und irgendwas in mir wollte lebendig sein, mich lebendig fühlen. Wer kennt das von euch, dass du irgendwann mal dieses Gefühl hattest in dir, du wolltest lebendig sein und irgendwas hat dich dazu geweckt. Und meine erweiterte Idee war, wenn er nicht leben kann, dann werde ich für uns beide mitleben. Und ich habe einen Pakt mit dem Leben geschlossen, dass ich irgendwie anders weitergehe, als ich bisher hierher gekommen bin. Und ich flog zurück nach Deutschland, habe meinen Job gekündigt in der Agentur, überhaupt nicht wissend, was ich denn machen könnte, weil ich kannte nur Marketing und strategische Kommunikation und bin erst einmal auf eine Reise gegangen, um Abstand zu bekommen und wurde dann im Laufe der Zeit Coach und Trainerin. Ich bin in einen Masterstudiengang in Wien gegangen und ich habe mein Business gegründet und mein Business war ein Online-Business für Coaching und Training. Und ihr werdet das gar nicht so überraschend finden, wahrscheinlich. Ich hatte die Idee, wenn ich selbstbestimmt bin, wenn ich selber entscheiden kann, wann ich arbeite, wie lange ich arbeite,
mit wem ich arbeite, wie viel Geld ich verlangen möchte. Ich habe alles selbst in der Hand. Dann werde ich natürlich glücklich werden, entspannter, lebendiger. Aber das kam nicht so. Ich habe in meinem eigenen Online-Business mich genauso abgerackert wie vorher in der Anstellung. Weil, warum? Wo auch immer wir hingehen, wir nehmen uns selbst mit. Oder wer kennt das von euch? Ja, Sophie sofort mit der Hand hochgeschossen, oder? Wir können uns selbst nicht entkommen. Und damals war mir gar nicht bewusst, woher entspannter Erfolg kommt oder wie man das erreichen kann. Also es war mir wirklich ein Rätsel. Und ja, es war mir ein Rätsel. Und bevor wir überhaupt einsteigen in das Thema, ich gehe woanders hin. Also ich war ein Master of Effort, Effortful Success. Wie unentspannter Erfolg. Kann ich das einfach so sagen? Effortful, unentspannter Erfolg? Ja, okay, ich nehme das her. Also, das heißt, ich war eine Meisterin darin, Resultate zu kreieren in der Welt, und zwar unter selbstgemachten Stress, unter selbstgemachten Druck, mit viel zu viel Anstrengung. Darin war ich Meisterin. Und obenrein habe ich mich identifiziert sehr stark mit meinen Ergebnissen. Also, was heißt das? Das heißt, ich habe mich nur gut gefühlt und erfolgreich gefühlt, wenn ich ein gewisses Ansehen auf dem Markt habe, wenn ich eine gewisse Menge Kunden auf den Büchern habe, wenn ich eine gewisse Höhe an Geld auf mein Konto habe. Wer von euch kennt diese Identifikation? Ich bin nur so gut und erfolgreich, wenn, dann. Diese starke Identifikation. So war es bei mir. Und ich habe meinen Erfolg auch daran gemessen, wie schnell ich diese Ergebnisse erreiche. Ich bin nicht durch das Leben gegangen, ich bin durch das Leben gerannt. Also, wer ist auch gerannt von euch auf diesem Lebensweg? Ja, einige von euch. Und als ich zu den drei Prinzipien gekommen bin, als ich über dieses Verständnis vom Leben gestolpert bin, einer meiner ersten 3P-Coaches hat zu mir gesagt oder gefragt, Shelia, warum rennst du so schnell und wo rennst du denn überhaupt hin? Und das war für mich eine verblüffende Frage, die ich nicht beantworten konnte. Und ich habe sie angeschaut und ich habe gesagt, I don't know, unwahrscheinlich zum Grab. Weil so fühlte sich das für mich an. Aber ich wollte es anders haben. Und ich habe begonnen zu gucken in diese Richtung von diesem Verständnis von Mind, Consciousness and Thought. Und heute werde ich gar nicht so dezidiert oder tief auf die drei Prinzipien als solches eingehen. Ich werde nur sagen, wenn du heute Abend im Laufe unserer Unterhaltung irgendwas hört, was für dich ein Spark in deinem Herzen setzt und du mehr über das wissen willst, werden wir am Ende von der Unterhaltung sagen, wo du dich vertiefen kannst in den drei Prinzipien. Ist das okay, Andrea und Sandra und Martha? Ja, so ein paar Ressourcen geben. Ist okay für euch, dass wir das so machen? Ich will in Kontakt mit euch bleiben, schauen, dass ihr wach seid. Deswegen, man muss irgendwie immer den Daumen ein bisschen halten, dass wir weitergehen können. Hans hat alle Finger, er ist schon sehr bereit. Okay, also, mein Haupt
Leiden im Leben war das Angetriebensein und das unentspannt erfolgreich sein. Und deswegen waren die ersten Sachen, die ich im Kontext der drei Prinzipien gesehen habe, hatten alle mit diesem Thema zu tun. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe mich heute nochmal hingesetzt zu schauen, was will ich heute mit euch teilen? Und ich dachte, verdammt, ich könnte ein riesiges Buch schreiben, so ein Schinken, über all die Dinge, die man falsch machen kann, wenn man entspannten Erfolg haben möchte. Aber all die Dinge, die ein Menschengehirn macht, um uns davon abzuhalten. Na? Es findet hier oben zwischen unseren beiden Ohren statt. Könntet ihr das ein bisschen als Wahrheit spüren? Ja, yeah. It's right here, between our two ears. Also diese 4 bis 6 Zentimeter, je nachdem, wie groß dein oder breit dein Kopf ist. Und ich habe heute eine Auswahl mitgenommen. Ich werde euch die drei Bereiche mit euch teilen, die für mich gerade frisch sind. Ja? Aber bevor ich das tue, ich möchte, dass du was weißt. Ich bin in dieses Verständnis gekommen und ich wurde zur Meisterin des entspannten Erfolgs. Das kann ich wirklich sagen. Ich hatte fast 8 ganze Jahre, das werdet ihr mir kaum glauben, weil ich hätte selber gar nicht glauben können, wo ich kein bisschen Stress gespürt habe. Nix, nada. Könntet ihr euch das vorstellen? Wirklich, sei ehrlich. Kannst du dir das vorstellen? Okay. Für manche ist es gar nicht vorstellbar. Es war für mich auch nicht vorstellbar. Ich habe Dinge in der Welt gemacht, Ergebnisse produziert in meinem Business, Ergebnisse in meine Gesundheit geschaffen, Ergebnisse in meine Beziehungen geschaffen und dabei war ich mega entspannt unterwegs. Und wenn wir miteinander gesprochen hätten im Jahr 2021, ich wäre die lockerste Socke auf der Glocke sozusagen, ja? Und ich würde überhaupt nicht verstehen, oder ich würde gar nicht mir vorstellen können, dass ich wieder unentspannt werden könnte. Wenn jemand mir in dieser Zeit gefragt hätte, wie geht's dir, Shelia? Ich hätte gesagt, very well, thank you. Nicht nur einfach gut. Frag die Sandra Liane Brown. Hat sie immer ein bisschen, Sandra, was würdest du dir dazu sagen? Was hat es mit dir gemacht? Shelia hat immer gesagt, hat in ihren E-Mails immer geschrieben, ich hoffe, es geht dir sehr gut. Und dieses sehr gut hat mich immer irritiert. Ich konnte nichts damit anfangen, dass jemand wirklich aus tiefstem Inneren sagen kann, es geht mir sehr gut. Heute kann ich das auch. Das kannst du, genau. Also, ich dachte, I have cracked the code für ewiger entspannter Erfolg. Ja, also ich habe irgendwie die ultimative Formel für niemals aufhörendes Wohlbefinden und entspannten Erfolg. Fucking Pustekuchen. Stimmte nicht. Im Jahr 2022, also letztes Jahr, also was haben wir, 23, ne? Also so ab Juli rum begann in mir im Innen einen Vorgang stattzufinden, wo vorher meine Gedanken so tief und entspannt waren, plötzlich hatte ich wieder Gedankenstürme, wo ich vorher wusste, ich bin tief in okay und ich werde vom Leben so gut versorgt, ich brauche mir nie Sorgen zu machen. Plötzlich kam ich in dem Gefühl von, ich bin unsicher und ich lebe in Mangel, oder? Und etliche andere Dinge, die in mir stattgefunden haben. Und wir sind uns einig, ne? It's an inside job. Im Innen, zwischen diesen beiden Ohren hier im Kopf.
Und deswegen, das war eine demütigende Erfahrung. Wer von euch hier kennt das, wo du dachtest, irgendwas für ewig gelöst zu haben und du fällst wieder in alte Dinge rein? Ja? Herzlich willkommen im Mensch-Club, im Club der stinknormalen, wunderbaren Menschen. Ganz normal, oder? Was für eine wunderbare, demütigende Erfahrung. Und deswegen fühle ich mich besonders glücklich und reich beschenkt, mit euch heute Abend über entspannten Erfolg zu reden, weil ich habe die Kontraste so klar parat. Könntet ihr das vorstellen? Diesen Unterschied zwischen unentspannt und entspannt. Ja. Ich möchte jetzt mal ganz kurz, bevor wir in die Themen einsteigen, mit euch einen ganz kurzen Pulscheck machen. Und deswegen schreib mir doch im Chatbereich, ob du jetzt schon, bevor ich überhaupt mit dem Content begonnen habe, schon was für euch gehört habt. Was hilfreich sein könnte, was eine Tür aufgemacht hat, vielleicht für euch. Und ich schaue mal, ob ich hier das sehen kann. Sag, was es war, bitte. Ja, also ja, ja und nein. Aber was es war. Bin ich alleine. Puh, Gott sei Dank. Das eigene Gehirn täuscht einen. Es geht mir sehr gut, tief und entspannt. Ja, dass es sich absolut lohnt, dafür zu gehen. Ja, genau. Einfach die Stimmung und das Gefühl. Tiefes Zuhören, Missverständnis. Es ist okay, mal nicht okay zu sein. Absolut. Das ist richtig, Uli. Absolut. Okay, super wunderbar. Gut. Okay, gut. So, jetzt möchte ich, also wer von den, war das Sandra, sie hat gesagt, hör mit dem Herzen. Jetzt ist der richtig wichtigste Zuhörteil von dem ganzen Abend und wir machen bis 20.15 Uhr circa gemeinsam. Wenn du nichts anderes hörst als das, was ich gleich sagen werde, das wäre großartig. Sydney Banks, der die drei Prinzipien formuliert hat, der hat die Gewohnheit gepflegt, das Wichtigste zuerst zu sagen. Also wenn er ein Seminar gehalten hat, hat er die Hauptbotschaft als erstes gesagt und dann hat er geredet 2 Tage, aber Hauptsache das Wichtigste war schon vorweg gesagt. So, Andrea, jetzt bist du doch dran. Bist du ready? Ich probiere es. nur für ein bisschen, ja? Und du weißt, langsam und kurze Sätze. Ja, I have your back. So, staying close to home is the key to effortless success. Nahe zu Hause zu stehen oder zu sein, ist der Schlüssel zum Erfolg. Staying close to home is really the only thing you need to know. Nahe zu Hause zu sein, ist eigentlich das Einzige, was du wissen musst. When you are feeling stressed, under pressure and overwhelmed. Wenn du dich gestresst fühlst und überwältigt bist, genau. Stay close to home. Stehe oder sei nahe bei dir zu Hause. What is this home I am speaking about? Was ist denn dieses Zuhause, wovon ich spreche? Home is a place deeper than your stressful thinking. Zu Hause ist ein tieferes Gefühl als dein stressiges Denken. Home is a safe place within you. Zu Hause ist ein sicherer Platz oder Ort in dir drin. No matter what is happening in the world, you are safe in your inner home. Ganz egal, was draußen in der Welt passiert, du bist sicher in dir.
in dir zu Hause. I'm really talking about your spiritual inner home. Ich spreche wirklich über diese spirituelle, über dieses spirituelle Zuhause in dir. When you are close to home, wenn du nahe zu Hause bist bei dir, you feel calm and you get clear. Dann fühlst du dich ruhig und du wirst klar. When you are home, you will feel what is making effort and suffering. Wenn du dich zu Hause fühlst, dann wirst du spüren oder fühlen, was wichtig ist, wo es hingeht. And when you are home, you understand what to do to move from effort to effortless. Wenn du zu Hause bist, wirst du spüren, was du tun musst von was ist effort, genau, angestrengt sein. Ja, angestrengt sein. Von angestrengt zu nicht angestrengt sein. Ja. Home is the place where you create results in the world. Zu Hause ist der Ort, wo du Resultate kreierst in der Welt. With joy and with inspiration. Mit Freude und Inspiration. Mm-hmm. Yeah. And calmness and clarity are more present. Und Ruhe und Klarheit sind mehr präsent. Than insecurity, fear and hustle. Als Unsicherheit, Angst oder Ruhelosigkeit, mm-hmm. Rastlosigkeit. Ja. When I was feeling stressed and overwhelmed in 2022 and part of 2023, als ich mich gestresst und rastlos gefühlt habe zwischen 2021 und 2023, I knew I was too far away from home. Wusste ich, dass ich zu weit weg war von meinem Zuhause. To help myself, I wrote at the top of this thing, stay close to home. Ich habe mir das sogar aufgeschrieben, stehe nah bei dir zu Hause, sei nah zu Hause. Home is a deeper feeling that we our intellectual mind can't grasp. Zu Hause ist ein tieferes Gefühl, das unser intellektueller Kopf gar nicht verstehen kann. Don't try to understand it with your head. Versuch es gar nicht erst zu verstehen mit deinem Kopf. Yeah. It's a deeper feeling of security and aliveness and love. Ist ein tiefes Gefühl von Sicherheit, Liebe und was hast du noch gesagt? Leben. Lebendigkeit. Lebendigkeit. And it is in each and every one of you in this room. Und es ist in jeder und jedem von euch drin in diesem Raum. And always available. Und immer verfügbar. Ich übernehme wieder für eine Weile, Andrea, bis ich dich brauche. Sehr gut. Wie geht's euch damit? So I'm gonna, ich sage es nochmal. Das nahe Zuhause sein ist der Schlüssel zum entspannten Erfolg.
wenn du nichts anderes hörst heute Abend, das reicht mir vollkommen. Okay? Und doch, weil es ein Gespräch ist, habe ich ein paar schlaue Sachen für dein Intellekt auch noch mitgebracht. Weil es will immer gefüttert werden. Ich weiß nicht warum, dieses verrückte Monster-Intellekt. Aber wir machen das. Ich brachte mit drei gefährliche Fallstricke, die uns von entspannten Erfolg wegführen. Und das sind eigentlich nur nach dem Reflektieren Dinge, die ich, ja, Fallstricke, in die ich selber getappt bin in 2022, in 2023 wieder. Ja, also wenn das dir passiert, dann fühl dich auch wieder willkommen im Club des Menschseins. Viele dieser Fallstricke haben zu tun mit unserer starken Konditionierung hinsichtlich Geld. Wie ist das Wort Scarcity auf Deutsch, ihr drei? Mangel, ne? Ich kenne es nicht, das Wort. Also ich denke, es ist Mangel. Also Geld, Mangel. Knappheit, ja. Knappheit. Anerkennung und Wert. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir nicht mehr Menschen sind, sondern wo wir zu Konsumenten geworden sind. Ist es euch aufgefallen, dass wir überall im Marketing, online, in der Politik, im Fernseher, dass über uns als Konsumenten geredet wird? Wer von euch ist das aufgefallen? Alles an Botschaften, die wir reinkriegen, ist: wir haben nicht genug, es ist nicht genug da, wir sind nicht genug und wir brauchen mehr, um okay zu sein. Ja? Und diese Botschaften, die sind Gedanken, die von der größeren Gesellschaft gehegt und gepflegt werden und die sickern bei uns rein, in unser Feld des Bewusstseins tagtäglich über unser Leben hinweg und sie werden zum unreflektierten Gut unseres eigenen Gedanken Gutes. Ja, ich weiß gar nicht, wie das Wort auf Deutsch ist. Also das gesellschaftliche Gedankengut wird zu unserem Gedankengut. Macht das Sinn für euch, wenn ich das so sage? Ist ein bisschen sprachlich gestolpert, aber ja. Und auf Englisch würden wir sagen, diese übernommene Gedanken, die wir nicht hinterfragen oder die uns gar nicht bewusst sind, sie führen uns von weg vom Thriving, weg vom Gedeihen als Menschen, weg von Liebe und Genugsein hin zum Striving, irgendwie zu versuchen, diesen Mangel zu beseitigen, die wir empfinden. Macht das Sinn für euch? Und ich habe gesehen, dass die drei Dinge stark mit diesen konditionierten Gedanken zu tun haben, die ich bei mir trage. So, was sind die drei Strickfallen? Habt ihr einen Zettel? Wollt ihr das aufschreiben? Ein bisschen was für das Intellekt? Nummer eins, die Fallstricke. Das Hinarbeiten auf Ergebnisse, die du eigentlich nicht willst. Das Hinarbeiten auf Ergebnisse, die du eigentlich nicht willst. Das ist die Fallstricke 1.
Fallstricke 2. Dich vom Motor des Mangels antreiben lassen. Ich wiederhole. Dich vom Motor des Mangels antreiben lassen. Nummer 3. Die Überzeugung, dass nur das Tun zu Ergebnissen führt. Die Überzeugung, dass nur das Tun zu Ergebnissen führt. So, wollen wir einsteigen? Tu mal, es gibt doch diese kleine Reaktionsfläche hier auf Zoom, wo ihr kleine Symbole machen könnt. Wenn ihr da einsteigen wollt, macht mir irgendein Symbol, dass ich einfach mal ein bisschen Freude habe mit diesen Symbolen. Danke, Ralf, für die Verabschiedung. Viel Spaß. Sehr gut. Vor kurzem in einem Online-Seminar habe ich allerlei andere Icons ausgesucht, wie Delfine und dieser Scheiße-Icon und andere Dinge. Das ist, um einfach ein bisschen mehr Spaß reinzubringen. Also ihr dürft es auch tun, sei nicht schüchtern. Okay, gut. Bist du dir bewusst, was deine eigentlichen Herzenswünsche sind? Das ist ein bisschen bei Punkt 1. Die meisten von uns sind das nicht. Und weil wir das nicht wissen, wir arbeiten auf Ziele hin, die gar nicht für uns eigentlich attraktiv sind, die wir eigentlich nicht wollen. Manchmal ist es so, wir schnappen das von außen auf. Irgendein Guru online sagt uns, das ist das Ziel, das du haben solltest. Und weil wir unsere eigenen Herzenswünsche nicht kennen, wir übernehmen das Gesagte von anderen. Wer kennt das von euch? Wo wir einfach Dinge aufschnappen. Vor kurzem wurde das so einprägsam für mich. Ich habe einen Minikurs mit Sandra Heim aufgenommen. Wir haben uns unterhalten. Und Sandra hat von einem Zeitpunkt in ihrem Leben gesprochen, wo sie an Business-Ziele gearbeitet hat. Sie ist ebenfalls Online-Coach und Trainerin für selbstständige Mütter in dem Fall. Und alles fühlte sich für sie total verspannt an, anstrengend, schwer in ihrem Business. Und weil sie nah an ihrem inneren Zuhause war, hat sie gespürt, uff, wenn Dinge schwer werden, ich muss weit gerade weg von zu Hause sein, ich muss zurück nach innen kehren. Und sie hat nach innen gekehrt und sie hat gesehen, mein wahrhaftiger Herzenswunsch ist, eine engagierte Homeschooling-Mama zu sein. Das eigentliche Resultat, das sie in der Welt schaffen wollte, war eine Tochter, die sich gut aufgehoben fühlt, geliebt fühlt und ein reiches Lernumfeld hat, was durch Zuhause für sie ermöglicht werden soll. Und ihr Norden wurde klar, ihr wahrer Norden, also wenn es ein Kompass ist, oder? Und das gilt für uns alle. Und das ist ein Bereich, wo du prüfen kannst, falls du Anstrengungen hast in deinem Leben oder in deinem Beruf, in deinem Business, überall, wo du versuchst, gerade Resultate zu schaffen, kennst du eigentlich deine pursten, wahrsten Herzenswünsche? Oder arbeitest du gerade hin auf Ziele, die du gar nicht haben möchtest, die du gar nicht kreieren möchtest in der Welt gerade. Und meine Frage an euch, und ich bitte euch, eine Minute zu nehmen und das mir im Chatbereich zu schreiben. Kannst du eine Erfahrung in deinem eigenen Leben identifizieren, wo du erkennen kannst, ja klar, war es schwer,
ich arbeitete auf Ziele hin, die gar nicht meinem Herzenswünschen sprachen. Reflektiere das jetzt und schreib das in den Chat-Bereich. Isa. Danke, Sandra. Danke, Cora. Ja, danke Sophie, danke Hans, danke Martha. Danke Andrea. Ja, danke Kerstin. Christa. Ja, danke Bea. Ja, danke Britta. So, einige von euch werden noch schreiben, ich werde weiterziehen. Eine Sache, die ich gesehen habe in den letzten 2 Jahren ist, wirklich Zeit zu verbringen zu Hause in der wahrhaftigen Frage, was ist mein Herzenswunsch, macht Sinn, wenn du entspannten Erfolg erleben willst. Und je näher du an zu Hause bist, desto klarer wird es dir, was deine Herzenswünsche sind und wo du in der Welt Dinge versuchst zu kreieren, die gar nicht dein sind. Das ist Punkt 1. 2. Jetzt gehe ich so meine Notizen hier rüber. Ich habe Notizen für euch gemacht. Das ist wirklich ein Zuvorkommnis. Nummer 2 war, dich von Motor des Mangels eintreiben zu lassen. Bist du dir eigentlich bewusst, dass du voll und ganz bist? Dass du so geboren worden bist und dass das Leben voll ist mit Reichtum für alle. Und ist es dir bewusst, dass wenn du es anders empfindest und wenn dein Kopf dahin geht und wenn du versuchst, Dinge in der Welt zu kreieren, aus Unsicherheit, aus Mangel, aus dem Gefühl, ich habe nicht genug, es gibt nicht genug und mehr wäre besser, dass es zu Anstrengungen und unentspannten Erfolg führt. Ist es dir bewusst? Wem ist das bewusst? Ja, hört sich wie Wahrheit an, oder? Überall in meinem Leben, das habe ich so klar in den letzten 2 Jahren wirklich gesehen, jedes Mal, wo mein Brain hier zwischen meinen beiden Ohren, die sind 4 bis 6 Zentimeter, ich meine, mein Kopf ist nicht so breit, vielleicht sind es 4, weiß ich nicht. Wenn mein Brain beginnt,
in Angst, in Mangel und Unsicherheit zu fühlen, sich zu kreisen. Ich werde verrückt. Ich bin nicht normal. Ich mache Dinge in der Welt, wo ich im Nachhinein denke, hä, war ich eine Zeit lang, where was I, oder? Wo war ich? Wo war ich? Mein gesunder Menschenverstand setzt aus. Dinge werden richtig unentspannt. Und ich beginne zu denken, ich brauche, Sandra, für dich, ich brauche definitiv einen Online-Kurs, weil meine Kollegen alle einen solchen haben, oder das hatte ich mal früher gedacht. Ich brauche definitiv mehr Geld und ich habe nicht genug Geld. Ich brauche definitiv Klarheit. Ich brauche definitiv mehr Zeit. Es gibt nicht genug Zeit. Und wenn dieses Unsicherheit und Mangel beginnt, sich auszubreiten, es geht überall hin. Ich brauche mehr Sex in meiner Beziehung. Ich brauche mehr Zeit zum Schlafen. Ich kriege nicht genug. Ich bin seit einer Woche, mein Inneres, als ich zu Hause war, in meinem Inneren kam, es würde dir gut tun, schwimmen zu gehen. Und ich habe das nächste Bade, sagt man in Schweizerdeutsch, gell, Andrea, Bade, Badeanstalt, wie heißt es, Freibad auf Hochdeutsch, genau. Das nächste Freibad gesucht und ich bin Bahnenschwimmen gegangen. Und im Swimmingpool kam mir Mangel im Kopf. Es sagte mir, du brauchst noch ein Bikini, ein Badeanzug, was für Sportler gedacht ist, weil ich einmal geschwommen bin, für Sportler, ja, dass es ja nichts rutscht und so. Ich habe zu Hause 7, 8 Schwimmanzüge. Ist das Deutsch, Schweizerdeutsch? Ich weiß es nicht. Ich bringe manchmal diese Sprachen durcheinander. Könntet ihr euch das vorstellen? Ich könnte jeden Tag ein neues Bikini anziehen, zum Schwimmen gehen. Und mein Gehirn suggeriert mir, ich brauche noch einen. Ich habe die Auswahl, nehme ich mein Auto oder mein Mann sein Auto. Oh nein, aber ich brauche noch mehr Geld. Wir haben 2 Autos. Ich habe die Auswahl zwischen 5 Sonnenbrillen, die ich anziehen kann zum Schwimmen. Habt ihr das? Wer kennt das? What the fuck? No, but I don't have enough Kunden. Ich habe nicht genug Geld. Ich möchte einfach, dass ihr beginnt ein bisschen, don't go with the brainwash. Schau noch mal hin, wie das Leben reich ist. Ich lasse es dort stehen und schau mal, ob ich da noch was hinzusagen wollte. Ja. Ich wollte noch was sagen dazu. Das Leben erinnert mich daran, jeden Tag, wie viel Reichtum ich habe. Luft in unendlicher Mengen zum Atmen. Ein weiter Himmel, der jeden Tag ein neues Schauspiel bietet. Grüne Blätter in 1000 Schattierungen. 2 stinkige Hunde, wo ich sie rieche. Ich kriege ein Glücksgefühl, ihr glaubt es nicht. Ich wasche sie nicht, um sie weiter zu riechen. Oder? Das Leben ist so voll, ist so reich, ist so abundant. Habt ihr das? Fühlt ihr das? Wer von euch? Gib mir eine Reaktion hier auf mit diesem, ja. Das Leben lässt uns das wissen. Im Chatbereich. Guck zurück in deinem Leben, in den letzten Tagen, Wochen, Monate, Jahre. Wo war eine Situation, wo du dich hast antreiben lassen von dem Motor des Mangels? Einfach mal zum Hinspüren. Nicht dich dafür falsch machen. Wir sind Menschen, wir machen das immer wieder. Es ist die große gesellschaftliche Gehirnwäsche.
es gibt nicht genug, wir brauchen mehr, mehr ist besser als weniger. Wir sind nicht genug. Wir brauchen einen Online-Kurs. Wir brauchen mehr Kunden. Wir müssen schneller wissen, wohin. Ja, danke, Jana. Danke, Isa. Danke, Esther. Ja. Danke, Andrea. Sonst noch jemand, der noch was dazu schreiben möchte? Schreib's noch hin, ich lese es nachher, alle. Ich gehe zum dritten Punkt, einfach wegen der Zeit. Das dritte war, wisst ihr noch, die Überzeugung, dass nur Tun zu Ergebnissen führt. Und meine Güte, ist das ein riesen Missverständnis. Eine große Gehirnwäsche par excellence. Und zwar, wir haben zu Beginn damit begonnen, Ursache-Wirkung. Ursache-Wirkung. Welche Ursache führt zu der Wirkung, dass ich Resultate in der Welt kreiere, die ich sehen möchte? In meinem Leben, in meinem Business, in meinem Job, für meine Kinder, meine Beziehung, für meine Gesundheit, für meine spirituelle Entwicklung, wo auch immer du das deinen Fokus gerichtet hast. Ursache-Wirkung, oder? Und wenn du entspannten Erfolg erleben möchtest, und das habe ich so klar in den letzten 2 Jahren gesehen, musst du unbedingt hinschauen zum Tun. Weil wir haben die Idee, dass die Ursache für die Wirkung, Ergebnisse, Tun ist. Habt ihr das? Ich muss tun. Ich muss tun, ich muss tun, ich muss tun, damit ich dieses Resultat habe, dieses Resultat habe, dieses Resultat habe. Wir huldigen Aktion, oder? Wir denken, darin ist der Schlüssel. Das ist die Ursache, was zu der Wirkung führt, damit ich Resultate habe in der Welt. Für mich, das war eine der größten Fallstricken überhaupt, jedes Mal, wenn ich nicht entspannt war und stattdessen angestrengt war. Ich habe gearbeitet, angestrengt an meinem Rechner, den ganzen Tag lang. Ich habe kaum Pausen gemacht, nicht mal zum Pinkeln oder zum Essen. Die Arbeit schwappte über in den Abend, schwappte über in das Wochenende, schwappte über in den Urlaub. Und ich habe mich dabei gut gefühlt, weil ich konnte mir nicht beschuldigen dafür, dass ich nichts tue. Kennt ihr das? Es fühlt sich beruhigend an, wenn man tut. Verdammt. Ich gehe ins Bett und denke, ja, okay, ob die Ergebnisse kommen, aber ich habe was getan. Und wo ich euch hindeuten möchte, ist, was, wenn es andere Ursachen gibt für die Wirkung, dass wir Dinge in der Welt schaffen, die wir sehen wollen. Und ich habe nur ein paar mitgebracht und ich würde ganz gerne, dass wir euch selbst untersucht, wenn wir auseinandergehen. Niemals glauben, was ich sage. Schau für dich selber hin, was für dich die Wahrheit ist. Eine andere Ursache
für Resultate ist Klarheit. Dass wir bemerken, wo das Leben uns hinführt. Dass wir beginnen wahrzunehmen, was sind diese Herzenswünsche, die das Leben uns gibt. Eine weitere Ursache für diese Wirkung, für Resultate in der Welt, ist Intention. Sauber und klar zu werden, was ich in der Welt wirklich erzeugen möchte und warum. Oder? What do I want to create in the world and why? Und jetzt kommt noch ein drittes. Das ist eins, was mir super gefällt. Ich habe es auf Englisch hier geschrieben, auf meine Notizen. Being myself. Being. Das Sein. Und wir reden gerade in einem Mastermind mit Michael Neal darüber gerade, über die unbändige Kraft von sich selbst sein. Und was meine ich damit? Nicht die Sophie, die Sophie meint, dass sie sein müsste in der Welt, damit sie Anerkennung bekommt. Nicht die Shelia mit der Maske drauf oder wo Christa, wo das Ego sagt, Christa, du musst so und so erscheinen, sonst wirkst du nicht kompetent in der Welt. Nein, wenn alles fällt zum Boden und nur noch übrig ist deine purste Essenz, wenn du das bist, wenn du in der Welt auftrittst. Und wenn du das bist, wenn niemand dich sieht, zu Hause, was ist, wenn das so mächtig ist, dass es Wirkung so erzeugt in der Welt, wenn du bist, pur und ganz, und niemand das sieht und trotzdem Kunden zu dir kommen, weil sie das spüren. Was wäre? Was hast du davon erlebt und gesehen? Viertens, Doing. Ja, natürlich ist Doing ein Teil davon, das Tun. Wenn wir nichts tun und nur beten, unsere Füße nicht bewegen, dann erzielen wir nicht Wirkung, ganz klar. Lass das Doing bitte nicht weg. Ich glaube, das wäre ein großer Fehler. Tun als Wirkung verursache. Und fünftens, das Leben selbst. Es gibt eine Energie hinter allem Leben. In den drei Prinzipien nennen wir das Mind. Es hat Universen geschaffen. Es fließt durch alles. Es ist ein Mysterium. Wer von euch kennt dieses wundervolle Mysterium-Leben? Ey, ich komme nicht aus dem Staunen raus, wie mysteriös das Leben ist. Und was ist, wenn das Leben selbst eine unglaubliche Ursache wäre für die Wirkung in der Welt und wenn nicht alles auf unseren Schultern lastet? Könntet ihr euch das vorstellen? Klingt das bei euch ein bisschen an? Ja? Und eigentlich alles, womit ich euch gehen lassen möchte, und ich übergebe gleich dann an Andrea und Sandra wieder, ist, was wäre, wenn dein tägliches Bemühen es wäre, all diese verschiedenen Ursachen zu erleben, in der Balance zu halten. Mehr Zeit, Aufmerksamkeit und Bewusstsein darauf zu richten, auf all diese tollen Ursachen, wie Klarheit, Intention, Sein, Tun, hinzugucken, wo das Leben für mich die Last abnimmt. Wäre das entspannter? Für mich ja. Und die Aufforderung wäre, sei offen und neugierig und schau hin, was es für dich auch sonst an Ursachen gibt. Und abschließend nochmal
auf Englisch, und du musst nicht übersetzen, weil ich übersetze für mich selbst, Andrea. Staying close to home is the key to effortless success. Nah an zu Hause bleiben ist der Schlüssel zum entspannten Erfolg. Egal, was ich über diese drei Dinge gesagt habe, es ist wirklich das Einzige, was du wissen musst und woran du dich erinnern musst. Speziell, wenn du dich gestresst, unter Druck, angestrengt oder überwältigt fühlst, während du dabei bist, Dinge in der Welt zu kreieren. Bleib nah an zu Hause. Wenn du nah an zu Hause bist, du erkennst viel leichter, was deine wahren Herzenswünsche sind. Du wirst nicht so leicht in die Irre geführt werden von der Illusion von Mangel und nicht genug sein. Wenn du zu Hause bist, wirst du klarer sehen, was die wahren Ursachen von Wirkung zu Wirkung führt. Und du wirst in der Lage sein, dich zu entspannen. Und that's it. Also das ist mein Teil des Gesprächs. Genau. Andrea, Sandra, Martha, ich weiß nicht, wie ihr da letzten Minuten verbringen wolltet. Ja, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Shelia. Es ist wunderbar, wie du uns damit hineingenommen hast in das Leben des entspannten Erfolgs. Ich möchte aber trotzdem die letzten 5 Minuten, es bleibt nicht mehr ganz so viel Zeit, aber wenn jemand noch eine Frage hat oder etwas teilen möchte, einfach noch den Raum öffnen. Lasst es uns wissen, wenn ihr sprechen möchtet oder einfach im Chat schreiben. Teilt uns mit, was noch gesagt oder geteilt werden möchte. Genau, macht es gerne. Und währenddessen stelle ich euch in den Chat die Webadresse von der Shelia. Da gibt es natürlich noch viel mehr über entspannten Erfolg zu erfahren. Und ich mache auch den Link dazu von der Leichter Leben Lounge. Ja. Du hast gesagt, da werden wir müsst du das Video auch einstellen hier. Ja. Und das ist auch ein schöner Raum, in dem ihr euch bewegen könnt mit Shelia. Und ich glaube, Lea ist auch dabei. Gell? Lea und Sandra und Sylvia und jede Menge anderer. Ja. Genau. Ich würde gern von euch hören. Was habt ihr gehört? Wer möchte dazu was sagen? Ich finde es so schön, wenn man Erkenntnisse gewinnt für sich. Macht das Mikrofon an, dass wir eure Stimme hören können. Jana, magst du was sagen? Ja, aber es wird wahrscheinlich nicht ohne Tränen gehen. Shelia, erstmal danke, weil ohne dich wäre ich überhaupt nicht bei den 3 Prinzipien gelandet. Und das war in einem Business-Kongress, nicht der letzte mit Angelika, aber den ersten oder den vorletzten, wo du interviewt worden bist. Und das andere Danke ist, weil das Thema, was du heute angesprochen hast, total gerade bei mir irgendwie akut ist, total. Und ja, danke dir, dass ich nochmal runterkommen kann, wieder mal. You're so, so welcome, Jana. It's good to see you. Good to see you. So good to see you. Thank you. Thank you. Sei nicht schüchtern. Sophie, magst du was sagen? Also, ich habe für mich erkannt, dass ich schon auf einem total guten Weg bin, weil mir dieses bei mir ankommen und in mir sein schon, das begleitet mich schon eine ganze Weile und ich merke, da komme ich auch immer besser hin. Mhm. Und von daher war das jetzt einfach eine schöne Bestätigung und ich darf noch ein paar Dinge mit, also bei mir ist es ein bisschen umgekehrt, ich darf jetzt ein paar Dinge von innen auch nach außen bringen. Das ist der Punkt, wo ich gerade stehe. Also so bei mir bin ich, glaube ich, schon gut
dabei. Also danke dir. Voll schön, Sophie. So schön, dich zu sehen. So schön, dass du da bist. Danke dir. Lisa, magst du dich lautschalten? Ah, Isa. Hi, Isa. Hallo. Schon lange nicht gesehen. Hi. Das war perfektes Timing. Ich habe gespürt, dass ich heute da sein muss, dass es ein Tun braucht, da mich reinzuklicken. Ich hatte heute ein Gespräch mit meinem Mann. Es geht um ein Projekt, das seit Anfang Mai stillsteht. Es war für mich und ist für mich eigentlich eine große Sache, sozusagen mein berufliches nächstes Jahr, sowohl finanziell wie inhaltlich, wo ich wirklich denke, das möchte ich. Ab September möchte ich das. Und das ist blockiert. Und ich habe jetzt wirklich wochenlang getan, geschrieben, gesprochen, angerufen. Und heute hat mein Mann angerufen und gesagt, so, und was machst du jetzt als nächstes? Und was tust du und wie geht's weiter? Weil das ist so wichtig für dich. Du hast es mir so gut beschrieben, was es für dich bedeutet. Für dein Selbstbewusstsein, für deine Unabhängigkeit und so weiter und so fort. Und dann war das so klar für mich und ich habe es ausgedrückt, ich habe gesagt, ich tue gar nichts mehr. Es liegt nicht an mir, es liegt nicht in meinen Händen. Ich übergebe es. Und ja, genau, das ist genauso eine Situation, wo ich jetzt eine Klarheit habe, es liegt nicht mehr an mir, sondern das Leben darf, das Universum darf. Ja. So deutlich, Isa, so spürbar. Ja. War das einfach? Hell no. Aber fühlt es sich gut an? Total. Total, ja. Das, was ich im Moment für das Wichtigste halte, das Loslassen ist jetzt. Perfekt. Ja. Also danke für diesen Impuls und auch uns den Mut zu machen, da wieder abzugeben und ja, irgendwie ans Leben zu delegieren. Ja, so is something that I forget too, Isa. Ist etwas, was ich auch immer wieder vergesse. Ja, danke dir. So schön, dich zu sehen, Liebe. So schön. Ich glaube, die Andrea hatte auch ihre Hand. Andrea, Martha. Ja, ich bin das erste Mal heute bei 3P dabei, deine Facebook-Gruppe, da bin ich schon drin, aber ich mache da nicht viel. Ich bin selber gerade in einem Coaching-Programm, weil ich eine Qualifizierung anbiete und die jetzt auch digitalisiere. Und mich hat sehr vieles berührt, weil ich mich auch immer wieder in diesen Fallen sehe. Ich tue durchaus. Und habe auch Ergebnisse, aber ich bin streckenweise unglücklich damit. Und mir hat das sehr, sehr gut getan und mich sehr angesprochen, weil es auch meine ureigensten spirituellen Überzeugungen sind, aber ich sie eben auch immer wieder vergesse im Tun. Also man ist dann irgendwann wieder drin und vergisst die eigenen Erkenntnisse oder wendet sie nicht an. Und mir ist klar geworden, dass ich es viel mehr noch auf meine Weise
tun darf und dass die Dinge in meinem Sinne und in einem guten Sinne geschehen, wenn ich einfach wage, es mit meiner Energie, auf meine Weise, in meinem Tempo umzusetzen. Dass ich Freude an dem Tun habe. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass sich Klarheit auch manchmal einstellt, wenn man merkt, dass irgendwas nicht richtig funktioniert und dann eine Korrektur einbaut. Und dass ich auch dafür offen bin, dass sich manches auch noch vielleicht klären darf oder noch klarer werden darf. Mhm. Vielen, vielen Dank für diesen schönen Abend und für die sehr ansprechende und sehr warmherzige Art, wie du das rüberbringst. Ganz herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank. Danke, danke, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Bleib in der Unterhaltung. Und ich kann das so gut nachvollziehen, Andrea. Ich bin auch echt eine Weile wieder lost gewesen in irgendwelche andere Leute, ihre Vorstellung von, wie das zu sein hat. Und deswegen habe ich mich in letzter Zeit im Innen habe ich gewusst, ich begebe mich mehr mit Leuten wie ihr, die in diese Richtung schaut, weil das mich in die wahre Richtung wieder zurückführt. Man kann sich da draußen so verirren in die Art und Weise, was uns suggeriert und beigebracht wird. Wie gesagt, die gesamte Gesellschaft, was auf dieses crazy Money, Mangel, du brauchst mehr, mehr, mehr und schneller, schneller, schneller. Und es ist doch sehr wohltuend, wenn wir uns gegenseitig daran erinnern, was wahrhaftig ist. Danke da. Sonst vielleicht jemand? War das ein perfekter Schlusssatz. Genau. Leiten wir unser Schlusswort ein, oder? Mhm. Ich sag zumindest mal ganz, ganz herzlichen Dank für euer Kommen, für alle die neu dazugekommen sind. Wenn ihr was gehört habt, kommt gerne immer wieder vorbei. Mhm. Und schenkt euch 75 Minuten in diesem Raum, wie wir immer wieder hören, der die Leute entspannt, auch wenn ihr heute alle schon so entspannt angekommen seid. Schön, dass ihr da wart. Und schönen Abend noch. Andrea, Martha. Ja, auch von mir ein ganz herzliches Dankeschön an Celia, an euch alle. Wunderbare Runde. Ganz viel Herz und neuen Ideen und Erinnerungen, wieder zu Hause zu sein. Genau, danke. Mhm. Schön. Einfach noch einen schönen Abend und lasst es einfach sacken. Genau. Schaltet alle euer Mikro an und ruft einmal Tschüss, dass wir euch sehen. Tschüss. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Hi Susanne, bye Susanne. Schön, dich auch zu sehen. Tschüss Hans. Ja. Hi, ciao. Ciao, ciao. Tschüss Cora. Tschüss Hannah-Laura. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Franz. Tschüss, Oli. Tschüss, Britta. Du das hinkriegst, das ja. Alles. Ja, also, wow, und sogar noch mit Namen anspricht. Wow. Das geht ja. Mir zu schnell. Schön. Da sind noch ein paar Worte gekommen in unserem Chat. Genau. Ein paar sind so tiefen entspannt, die merken gar nicht mehr, dass sie noch raus dürfen. Das ist auch gut. Kommt ab und zu mal vor, gell? Wegen ja. Meine Anziehungskraft, dass dieser Raum einfach, da will ich nicht raus. Da will man bleiben. Genau. Ich mach die Aufzeichnung aber aus, gell? Oh, ja. So. Manche tun auch.